Recht herzlich willkommen zur 93. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal hatten wir irgendwie noch den Schärscher beschwichtigt von Neufundland. Und ja, irgendwie wollten wir noch die Stabi hochkriegen, die aber da zu der Zeit nicht ging. Prestige ist leicht minus, das ist nicht gut. Ja, geht es denn mittlerweile schon? Ne, fehlen noch Punkte, aber nicht mehr viele. Ja, was haben wir sonst noch im Anstich? Boote oder was wird hier produziert? Ich glaube schon, ne? Ach, hier fehlt uns auch eine Dingens. Schaff eine richtige Flotte, recht haben wir in Italien erobert. Flandern, okay, das können wir schon mal von der Backe schmieren. Ich glaube, wir brauchen 60 Schiffe, ne, um eine richtige Flotte hinzukriegen. Da kriegen wir Prestige. Jetzt ist es das erste Mal wieder seit längerem Plus. Lass uns mal gerade nach den Schiffen gucken. Ich meine, 80 sind es und wir brauchen 84 sogar. Also brauchen wir 61 Schiffe, dass wir eine richtige Flotte haben. Aber die nehmen wir an und bauen dann weitere Schiffe. Oh, Entschuldigung, muss ich doch glatt niesen. Ja, das haben wir gerade gemacht. Kohle haben wir genug, denke ich. Wow, 36, fast 37. Dann gehen wir mal hier auf Schiffe und bauen mal ein paar. So, da haben wir schon mal 4 von. 1, 2... 4, 5, 6, 8 und dann machen wir noch ein paar. Noch ein paar Transportschiffe noch dazu. Wir haben einen. Brauchen wir jetzt nicht. Überall werden Schiffe gebaut jetzt. So genug Rahmen, ne? So. Komm, hier auf den Inseln machen wir auch noch welche. Und Fahrröhre, sie war doch hier, ne, oder? Zack. Gucken wir mal, wie wir dann zusammenkriegen. So, da 35 brauchen wir, um dann noch einen weiteren Anspruch zu fingieren, war das, oder? Auch da geht schon was. PKD. Haben wir schon, meine ich. Na komm hier, dann machen wir das. Ja. So, das ist dann erstmal erledigt. Können wir noch irgendwo was bauen? Gut, dann passt's. Waffenruhe wird enden und kämpfte Nachfolge. Ja, klar. Hier ist schon ein Schiff, das schicken wir mal nach da, ne? So. Haben wir gar nicht gebaut, ne? Dann gibt es da noch eine große Fregatte. So, 35 Schiffe haben wir schon. Weiß nicht, wie viel wir danach haben, wenn die alle fertig werden hier. Wird aber seine Zeit brauchen. Die ersten müssten ja gleich rauskommen von den Transportschiffen, die auf jeden Fall. So. Wo sind sie denn jetzt, hm?
sie schon alle blau, oder? So, jetzt geht's los. Okay. Schiffe sind auch schon fertig. Haben wir das mit der Flotte schon geschafft? Hätte ich nicht gedacht, dass es über 60 sind. Aber dem ist wohl so. Geld spielt keine Rolle, ne? Nehmen wir die diplomatische Macht mal hin. Dann einen wir die mal gerade hier. Da ist noch ein Schiff, das muss noch da. Ja, und da oben auf der Fähre sitzt bestimmt auch noch eins. Genau so ist es. Gut, haben wir das. Ach, da scheue das auch fertig. So, jetzt sind nur die großen Schiffe, die erledigt werden müssen dann. So, 4, 9, 52. Das läuft schon mal. Hier ist wieder Neufundland am Brücke. Herrscher beschwichtigen geht nicht. Gebietseinwohner. Kolonialkrieg ausrufen. Ne, machen wir jetzt nicht. Lass mal so gerade. Ja, was machen wir da mit denen? Er sieht groß aus, ist aber nicht so groß, ne, weil das Kernland da halt dann rot wird, wenn man alles drumherum hat, ne. Gut. Da können wir noch Schiffe bauen, wollen wir aber gar nicht. Was machen wir jetzt hier mit den Franzosen? Da geht noch nix. Agent entdeckt in der Bretagne, okay. Spionagenetzwerk aufbauen, bestätigen. Das können wir machen. Können wir was bauen. Dann war es das auch schon. Oh, die Rohschiffe sind auch fertig. So, dann haben wir da einiges an Schiffen jetzt liegen, ne? Oh, eins kam noch. Zack. Okay. Okay. Sehr interessant. Fahren wir die mal nach London, oder? Gut, 69 Schiffe, wow. So, aber Portugal hatte irgendwie 120 oder wieder, ne? Und da ist noch eins. Nur irgendwo eins vergessen? Ne, ne? Glaub nicht, ne. Gut. Ja, was machen wir dann? Der Österreicher war hier, was macht der? Beraterplatz ist frei, okay. Missionsstärke, Steuerannahmen global. Zuck, machen wir mal. Ist
Sturm, okay. Hab ich den nicht gerade genommen und der ist gestorben? Wow, oder? Ja, nutzt nichts, nehmen wir den auch noch rein. Ah, da gab es jetzt neue, habt ihr gesehen. Gut, schauen wir mal hier, was wir hier noch was machen können. 38 Truppen. Mit 5. Nehmen wir das. Macht das viele. Ah, der ist ja jetzt schon wieder weg, oder was? Prestige, das ist doch das, was wir erstmal brauchen, ja. Sag mir nicht, jetzt ist er schon wieder, oder? Nee. Die werden die immer umgebracht, oder was? Oder ist ein Bug? Ah, ja, man sollte die nicht rausschmeißen, ne? Das war das Doofe, was ich gerade gemacht habe, ne? Produktionseffizienz, Unruhen. Ich muss draufklicken und nicht hier löschen. Und mach den weg. Haben wir um die Ecke gebracht. Okay. Das war ja wieder der Bringer. Naja. Jetzt wissen wir auch, wie man die um die Ecke bringt, ne? Produktionseffizienz. Interne Konflikte. Will ich nicht. Ich will was Vernünftiges. Weg mit dem. Bringen wir auch um die Ecke. Unruhen global. Weg. Um die Ecke bringen. Kommen hier 9. Prestige bitte. Ah, der ist schon wieder. Kriegen wir das auch mal hin, ja, ne? Oh, wir können noch was investieren hier. Zack. Und okay. Und neue Gruppe geht, ne? Oh, was willst du denn da noch machen jetzt? Prestige verlieren geht nicht. Was ist jetzt die Frage, ne? Komm, wir nehmen hier mal die adligen Ritter noch dabei und fertig. Das geht noch nicht gut. Das geht aber schon. Kampfstärke. Nächster Schritt geht auch. Okay. Militärische Technologien sind jetzt runter. Gut. Das hat man gemacht. Passt. Läuft soweit, ne? Können wir hier noch was ändern? Nicht wirklich. Zölle reduzieren, dann sind die wieder glücklich, ne? Sollte das doch eigentlich abhauen, oder? So, da können wir noch was bauen. Erledigt. 70 Schiffe haben wir da. Was hat man jetzt vor? Gute Frage, ne? Österreich gegen Frankreich, gegen nicht, sondern wir können bestimmt schon Ansprüche für ihn geben wieder. Normandie, okay. Okay. Stabil kriegen wir, Geld kriegen wir. Inflation, Stabil. Karten. Ach, egal.
So. Können wir da was bauen? Reichlich, ne? Okay. Ja, jetzt ist nur zu überlegen, was wir noch machen, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gucken, ob wir da nicht mal die 38 setzen mal ans Festland. Dann gucken wir weiter, oder? Jo, für die Runde soll es aber erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Oh. Damit sind wir durch, ne? Spiel ist beendet. Ja. Das ist das Enddatum. Ja, wir sind unter ferner Liefen, ne? Frankreich, Osmanisches Reich, Portugal, Österreich, Niederlande, Venedig, Polen. Nee. Lübeck, Burgund. Ah, da sind wir. Ja, dann. Punktestand 197. Zeitleiste. Ach so, das ist das. Nee, Zeitleiste wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Pause. Na komm, lass mal schnell laufen hier. Können wir sehen, wie wir hier zurückgetrieben werden, ne? Die Schotten. Hier breiten wir uns weiter aus. Ist die Bretagne jetzt eins? Können wir auch schneller machen, oder? So, hier kriegen wir Irland gleich. So, dann ist England größer, wo wir da den Schotten angreifen. Jetzt haben wir die Insel komplett gehabt. Da lief es noch ganz gut, ne? Weiß gar nicht, hier haben wir immer Probleme gehabt mit Norwegen, ne? Ja, und dann haben wir uns hier, glaube ich, mit Frankreich hauen wollen, ne? Ja, und da haben die uns dann alles weggenommen. Da haben wir verlustreich gekämpft. Aber wir haben hier schon dann Englisch-Island übernommen und Englisch-Grönland. So, und dann ging es hier weiter, ne? Ja. Neufundland. Florida wurde groß. Jetzt zogen wir immer weiter gen Westen. Ja, und dann sind wir durch. Komme ich denn aus der Zeitleiste hier raus? Gar nicht. Ah, da sind wir wieder. Gut, ja, was haben wir sonst noch? 37 größte Armee, also schlecht. 11 größte Flotte, 24 meisten Provinzen, 18 Provinzwerte, Einnahmen, ja, ziemlich schlecht gelaufen, würde ich sagen, ne? Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, ist es das gewesen jetzt. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn ihr in anderen Projekten wieder reinschaut. Bis dann, tschüss!